Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Visage. Ja, in der letzten Folge haben wir das Ende von Rakans Kapitel erreicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte zuerst, es wäre ein ganz cooles Kapitel. Mittlerweile hat es sich zu einem für mich eher schlechteren Kapitel entwickelt, weil ich das Ende des Kapitels halt einfach irgendwie nicht so toll fand. Die Geschichte von ihm generell war irgendwie für mich schwer nachzuvollziehen und das Ende hat für mich keinen Sinn ergeben. Tja. Nichtsdestotrotz haben wir es durchgespielt. Und falls ihr nicht genau wisst, wovon ich rede, könnt ihr gerne in die letzte Folge reingucken. Die habe ich euch oben nämlich in der Infokarte verlinkt. So, und dann war jetzt die Frage offen. Es sollten ja laut meiner Information 4 Kapitel sein. Jetzt habe ich mich halt gefragt, okay, wo ist jetzt das 4. Kapitel? Wie starte ich es denn? Und zwar startet man das 4. Kapitel ganz einfach, indem man, so wie ich doof im Kreis läuft. Nein, indem man die ganzen Videokassetten findet, wo ich jetzt schon eine gefunden habe. Und diese dann abspielt. Und bei den Videokassetten kommen dann ja immer. Verfolgt mich irgendwer? Lass das. Bei den Videokassetten sieht man ja dann immer eigentlich so eine Familien-Action. Und ein bisschen später dann werden immer so ganz merkwürdige Stellen eingeblendet, die, weiß ich nicht, Stellen im Haus sind oder irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt, wie ihr schon wahrscheinlich mitbekommt, weil ich sehr zielsicher laufe, mir angeguckt, wo ich dann die letzten 2 Kassetten finde, weil ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust hatte, die ewig zu suchen. Alles andere habe ich mir jetzt aber nicht angeguckt. Ich weiß nur, dass man sie abspielen soll. Und wenn man sie abgespielt hat, oh, dieser Ton immer, ne? Mein Gott, naja. So ist es halt. Es war das ganze Let's Play so. Ich denke mal, da brauche ich es jetzt für den Endspurt auch nicht mehr ändern. Beziehungsweise habe ich es ja so oder so nicht rausgefunden, weil ich doof bin manchmal. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt die Videokassetten, ich glaube, nacheinander abspielen. Ganz sicher bin ich mir auch nicht. Und dann soll ich mal gucken, wo fängt denn das am besten an? Affliction? Addiction. Affliction? Addiction. Affliction? Addiction. Ich habe keine Ahnung. Soll ich hier anfangen? Soll ich vorne anfangen? Ist egal, muss ich halt erst alle haben. Egal. Ich werde mir das angucken und dann soll sich halt etwas im Raum öffnen und ja, das soll uns dann wohl weiterbringen. Anscheinend. Dann müssen wir halt zu dem Ort, der da noch so mit eingeblendet ist. Und dann passieren komische Sachen. Was ist denn das für ein Raum? Auf jeden Fall soll durch die Kassette sich etwas ändern. Was mich halt auch irgendwie sehr wundert, weil es hat sich ja vorher nichts geändert. Aber vielleicht braucht man halt erst alle Kassetten. Ich habe gar keine Ahnung, wo sollen das sein? Irgendwie komisch, sich das anzugucken. Ich weiß nicht, es wäre so, als würde man von fremden Leuten irgendwelche Aufnahmen schauen, ne? Wow, als weiße Tür. Das ganze Haus hat weiße Türen. Ja, wenn nicht, muss ich nach jeder Kassette durchs ganze Haus laufen. Warte mal, das könnte das Schlafzimmer sein, ne? Ich hol's mal raus. Und tu diese Kassette zurück und dann gucke ich mal, ob ich recht habe. Und so werden wir jetzt Stück für Stück jede Kassette, Mensch, jede Kassette durchgehen. Ja, und dann mal gucken. Gucken, war es das Schlafzimmer? Habe ich recht gehabt? Oh wow. Hier ist ja echt was anders. Ob sich vorher hier schon Sachen verändert haben und ich habe das nur nie mitbekommen, immer wenn ich ein Video geguckt habe. Warum habe ich denn jetzt auf einmal die Kamera in der Hand? Okay. Gar nicht merkwürdig. Hallo?
Ach so, das sind Dosen. Ich dachte, das wären Socken. Why, hello there, chap. I've been waiting for you for quite some time now. You're my friend, aren't you? Care to share a drink with me? Kann ich mich hier hinsetzen? What a look you have! Are you tired somehow? I getcha. It's hard to rest in this place, isn't it? Yes, I know. I've been here for quite some time, you know. And I'm glad you came along. But hey, we're here to talk about you, right? Never mind my foolish burdens and talk to me. So you feel confused, don't you? I understand. Everything has been really blurry since you woke up, hasn't it? Do you even know your own name, old friend? Dwayne, of course. There's no mystery here. But I can see that you are wondering if this is real after all. I can assure you, although this might not reassure you, that it is very real. In fact, one might say that this is the first time you're facing reality. No, no, don't look at me like that. I'm on your side, Dwayne. We've been friends for so long, after all. Who am I? Ah, you've always been like this, haven't you? Always asking the wrong questions. Dwayne, 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 listen to me here. The real question isn't who am I, but who are you? Dwayne, but that is nothing but a name, my friend. I'm not asking about a name, I'm asking about who you are. Now, now, Dwayne, shush, shush, shush a little bit and take a sip. Remember, you and me, we go a long way. I'm on your side. Why don't we take a little sip to our friendship? Ja, na denn. Okay, also die Videokassetten erklären uns jetzt wahrscheinlich mehr über Dwayne. Gut, wurde ja auch mal Zeit, oder? Nachdem wir hier drei Geschichten von fremden Menschen erlebt haben. If you want me to help you, I've got to know something. Are you a fucking murderer? No? Well, what could be the reason behind all that drinking and drugging then? What's up with you? Oh. You've been seeing things, you say? Things, hmm? Things like that? Don't you worry, my friend. Just take a sip, and everything's gonna be back to normal. Go ahead. Drink a little of this wonderful poison. It'll do you real good. Ist jetzt die Frage, sollten wir auf ihn hören oder nicht? Drink now, my friend. Was passiert, wenn wir es nicht trinken? Sterbe ich dann? See, ain't that sweet? You know you can always rely on this to get you back on track, don't you? Yeah. You remember the coarse taste that burns and slides down your throat, ominously bringing relief in the dulling of your senses. Come on, take another sip. You know you want it. Wenn ich jetzt einfach Nein sage und das nicht mache, was passiert dann? Was passiert dann? Ich steh einfach auf und geh. Ich kann nicht gehen. Lalalalalala. Ich ignoriere dich einfach. Was willst du von mir, du komischer Mann im Kasten? Du glaubst aber auch nur, weil du eine Pestmaske auf hast, bist du cool. Du denkst wohl auch, du bist Grabe. Krakra. Hier scheint gar nichts zu passieren, dann trinke ich halt. Bleib doch. And another sip. Wie oft denn noch? Es bleibt ja irgendwie auch immer noch die Frage. Ganz am Anfang haben wir eine Videosequenz gesehen, wie jemand eine ganze Familie erschossen hat. Sind wir vielleicht dieser jemand, der die Familie erschossen hat? Aber gut, die Nachbarin kannte unseren Namen. Also hm. Cheers.
Now, Dwayne, will you fucking tell me who you are? Alter. Kann ich jetzt aufstehen? Soll ich jetzt weiter trinken? Ah ja, okay. Jetzt habe ich ein Stück gesponnen. Mit jedem, das weiß ich jetzt nämlich auch schon, mit jeder Videokassette bekommt man irgendwie ein Stück. Ab sofort wird er im Fortschrittsraum angezeigt. Und daraus setzt sich dann, denke ich mal, die Maske zusammen. Weil ich weiß schon, dass man eine Maske bekommt. Warum zum Teufel habe ich aber die Kamera in der Hand? Ich meine, wo kommt die auf einmal her? Halt doch einfach mal völlig verrückt hier. Okay, das machen wir jetzt noch mit den ganzen anderen 6 Kassetten. Hätte ich das mal früher gewusst, vielleicht hätte man das schon im Vorfeld machen können. Oder man muss wirklich erst alle 7 haben. Weil ich habe mir ja schon öfter Kassetten angeguckt, aber es hat sich ja nie was verändert. Aber ich bin danach auch nicht durchs komplette Haus gegangen, das kommt noch dazu. Na gut, dann auf zur nächsten Kassette. Mal gucken, ob ich rauskriege, wo das ist. Ich finde, das ist nämlich gar nicht so leicht. Können wir bitte die nächste schauen? Nein. Da, genau. Nee, die will ich nicht. Ich könnte ja... Na, dann weiß ich nicht, ob die Reihenfolge stimmt. Ich könnte ja alle nehmen und immer die, die ich geguckt habe, zurücktun. Ach, ich mache das schon so. Genau, ich behalte einfach immer die Videokassette im Fernseher, die ich gerade gucke. Dann merke ich es mir wenigstens. Okay, wir sehen immer wieder die Frau mit dem Baby, ne? Das ist schon das zweite Mal jetzt. Welcher Raum war das jetzt? Das war jetzt ein Lüftungsschacht. Welcher Raum hat denn einen Lüftungsschacht? Als wenn ich das noch weiß. Ja, guck mal, jetzt ergibt auch alles Sinn mit dieser komischen, augenlosen Puppe. Wow, voll crank. Wo ist das? Okay, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die erste Szene den Raum anzeigt, wo ich hin muss. Da stand ein Schrank mit 2 Vasen. Ein Schrank mit 2 Vasen. Warte mal, hier steht doch so... nein. Ein Schrank mit 2 Vasen. Auf dem Flur steht so einer. Hier. Aber hier ist keine Lüftung. Hallo? Ich weiß nicht, wohin ich muss. Schrank mit 2 Vasen. Im Keller vielleicht? Das sah irgendwie flurmäßig aus. Ist jetzt hier alles wieder normal? Tatsache, wenn man die Videokassette geguckt hat, dann ist alles wieder wie vorher. Aha. Aha. So ist das also. Schrank mit 2 Vasen. Schrank mit 2 Vasen. Hier habe ich auch nie den Schlüssel zu bekommen, ne? Lüftung. Schrank mit 2 Vasen. Ach nö. Ich will dich nicht. Geh weg. Schrank mit 2 Vasen, ich weiß nicht, wo der sein soll. Nein! Geh weg! Ist der jetzt wieder weg? Vielleicht hier? Lüftung.
Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Wo? Ach Mensch. Ein Schrank mit zwei Wahl. Ach, ich habe das doch bestimmt eh gar nicht richtig gesehen. Ich wüsste jetzt auch hier nicht, wo eine Lüftung ist. Das ist ja das nächste Problem. Nein. Was war das denn jetzt? War das so mit Absicht? Hä? Hä? Bin ich jetzt richtig? Tatsache, hier sieht's anders aus. Ey, doll. Ey, ohne Witz. Also das war jetzt wirklich mehr oder weniger nur ein Zufall. Ich weiß, ich soll bestimmt bei Exit raus, aber doll, doll, doll. Oh, Hammer, mein Freund. Du kannst diesen Gegenstand nicht lagern. Hau ein die Wand. Wir reißen alles nieder. Oder auch nicht. Oh no. Mami. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Was will denn das Spiel schon wieder von mir? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Ich komme hier nicht weiter. Es macht keinen Sinn. Oh. Oh, Mann, ey. Wenn ich Spieladen drücke, was ist denn das Letzte, was ich dann finde? Automatische Speicherung. 1647. 1648. Ich gucke mir mal die an. Mal gucken. Okay, ich bin hier oben. Jetzt weiß ich nicht, habe ich jetzt die richtige Kassette geguckt gehabt? Müsste ja dann demzufolge eine drin sein. Ich musste jetzt neu laden. Okay. Wir machen es jetzt nochmal. Und zwar. Hä? Nehmen wir uns jetzt nochmal diese Kassette und dann keine andere. Schmeißen die hier rein. Ich habe jetzt nämlich extra in die Lösung geguckt und da war das irgendwie alles etwas anders. Deswegen bin ich sehr verwirrt. Ich soll in irgendeinen Keller auf irgendeine Trittleiter. So. Dann werde ich das jetzt mal versuchen zu tun. Und da war nichts die Rede davon, von. Also, ich bin jetzt tatsächlich wirklich die Lösung überflogen, weil ich mich jetzt nicht bei jeder Kassette spoilern wollte. Und nirgendwo war das, was wir jetzt hier erlebt haben. Also, ich weiß nicht, was bei mir hier gerade falsch gelaufen ist. Nehmen wir mal die Pillen hier noch mit.
Die Wand ist gestrichen. Willst du versuchen, sie aufzubrechen? Ja. Das ist jetzt aber nicht das, was ich machen muss, oder? Okay. Ist das jetzt doch da, wo ich hin muss? Ich bin komplett verwirrt, ne? Egal, ich gehe jetzt hier rein. Wir werden ja sehen. Okay, nein, das ist doch was ganz... Ach du Scheiße. Das ist der Raum vom Anfang. Oh oh. Sollte ich hier schon sein oder sollte ich hier noch nicht sein? Ich muss mir das jetzt angucken. Was passiert hier? Pistole an den Kopf halten? Fallen lassen? Was passiert, wenn ich mir die an den Kopf halte? Ich lasse die fallen. Fallen lassen. Leg sie zurück. Ich hab Schiss, dass das jetzt das Spiel beenden könnte. Und von daher werde ich jetzt definitiv erstmal akribisch die Videokassetten abarbeiten. Und dann können wir uns immer noch abknallen. Wer weiß. Vielleicht gehört das jetzt zur Videokassette, aber eigentlich nicht, oder? Oh Mann, ich weiß es nicht. Aber ich sollte doch durch irgendeinen Lüftungsschacht. Also hat das, glaube ich, nichts mit meiner Kassette zu tun. Ich habe generell keine Ahnung, womit das jetzt überhaupt was zu tun hat. Ich bin verwirrt. Okay. Hier will ich nicht lang. Kann ich erstmal das andere Kellerstück lang gehen? Hä? Gibt es jetzt nur noch das eine? Ich soll irgendeine Leiter hoch. Ich hatte in die Lösung geguckt und da war es irgendwas mit Leiter. Ach hier. Nee, oder? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Hä? Gehen Sie in den Heizungsraum im Keller. Der Heizungsraum befindet sich im Flur links neben dem Fernseher im Keller. Okay, da muss ich also hin. Heizungsraum, nicht hier hin. Aber was habe ich denn hier ausgelöst? Warum ist manchmal alles so komisch? Heizungsraum ist links neben dem Keller? Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel passt. Der ist links neben dem Fernseher. Wollen die mich komplett verarschen? Hä? Ich bin völlig raus. Ey Leute, ich bin wirklich völlig raus. Ich habe keine Ahnung, weil ich komme ja gar nicht links neben den... Ich komme ja gar nicht links hier rein. Ich habe hierfür gar nicht den Schlüssel. Niemals gehabt. Ich habe nur das hier. Und ich glaube, das zählt nicht. Ach, hier. Das ist gemeint, oder wie? Ist das der Heizungsraum? Ach, jetzt habe ich es. Oh Mann, Alter. Hat irgendwie auch nur 3000 Jahre gedauert. Ich brauche jetzt erstmal Licht.
Wer ist er? Und warum tötet er mich ständig? Und wieso glaubt er, dass es okay? Okay, also nochmal. Wir suchen jetzt den richtigen Weg. Wir suchen jetzt den richtigen Weg. Den richtigen Weg. So. Nein, falsch. Auch falsch. Hilfe. Vor allen Dingen, hä? Da oben ist die Lüftung, ne? Also ganz ehrlich, das ist das Regal, was ich gesehen habe, wäre ich nie drauf gekommen. Ehrlich nicht. Kommst nicht bis an die Lüftungsschlitze, vielleicht steht hier irgendwo eine Leiter rum. Stand hier schon mal jemals eine Leiter rum? Also ich frage nicht für mich, ich frage für einen Frosch. Steht hier irgendwo eine Leiter? Hm. Okay, Leiter suchen, ne? Leute, ich gucke jetzt ganz schnell nach. Vielleicht hier? Ja! Ich habe sie gefunden. Kannst diesen Gegenstand nicht lagern. Ja und nun? Ich lasse jetzt meine Pillen eigentlich ungern zurück. Ich kann sie ja gleich wiederholen. Sicher ist sicher, aber wenn das so weitergeht, bin ich bald richtig irre. Okay, ich brauche meine Pillen. Falsches Zimmer. Auch falsches Zimmer, mein Gott. Oh je, oh je, oh je. Wo führt uns jetzt der Weg hin? Schon wieder in so einen komischen Raum. Vertrag unterschreiben. Soll ich da jetzt ja sagen oder nein? Okay, und jetzt das war's. Also mehr musste ich hier nicht machen.
Hi. Oh, warte mal, das ist doch hier bestimmt wieder so was, wo ich kriechen muss. Und wieder ist es dieser Raum mit dem Stuhl. Ach so, hier lande ich immer und komme immer wieder raus. Und sobald die Tür dann zu ist, ist verkackt. Okay, wir haben aber auf jeden Fall die Spiegelscherbe. Damit, wir haben die doch jetzt, ne, oder? Ich denke. Damit würde ich jetzt diese Kassette als abgehakt betrachten. Und dann denke ich, können wir uns um die nächste Videokassette kümmern. Videokassette Nummer 2. Oh, hier läuft immer noch die. Das ist aber ein gutes Ding. So weiß ich auf jeden Fall immer, wo ich bin. So, alles klar. Dann kümmere ich mich mal um die zweite. Hallihallo, hier ist die Annika aus dem Schnitt. Ja, ich hatte eigentlich vor, die ganze Suche der Kassetten in eine Episode reinzunehmen. Habe jetzt aber im Schnitt gemerkt, dass das wirklich viel zu lange ist. Daher kommt jetzt hier eine Abmoderation von der Vergangenheits-Annika, beziehungsweise eigentlich gerade der Gegenwarts-Annika, aber ach, egal. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Die Folge war ja recht turbulent, also ich habe gerade selber beim Zugucken mir so gedacht, meine Güte, ne? Wenn man so im Nachhinein das dann sieht, dann denkt man sich manchmal auch, Alter, was machst du eigentlich da? Aber ja, in dem Moment, wo man spielt, sieht man das alles ein bisschen anders. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Ich habe euch im Abspann wie immer die Playlist mit reingepackt, falls ihr noch mal eine Folge nachschauen wollt oder verpasst habt oder was auch immer. Ja, und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin habt eine schöne Zeit. Macht es gut. Tschüss.